Ja, das ist ganz toll. Mein Problem ist jetzt, wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo ganz anders, ne? Ja, da sind wir gestorben. Inventar? Minus? Achso. Wir haben jetzt nichts mehr im Inventar. Das ist ganz toll. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Ja, sind also woanders gespawnt. Das ist, glaube ich, der Spawn aus dem Stream damals. Die sind jetzt aber noch da, ne? Kommen die jetzt wieder? Und ich frage mich, kann ich das umstellen? Den Schwierigkeitsgrad. Geht das? Ich glaube, das geht nachträglich nicht mehr, ne? Oder? Überlebensnotiz, Tastaturanleitung. Okay, das sieht nicht so aus, als könnte man das irgendwie... Grafiksteuerung, Audio. Das ist ja blöd. Solange die Musik da ist, sind die bestimmt auch noch da. Das heißt, die würden jetzt bestimmt nochmal kommen. Ich bin gewollt, nochmal neu anzufangen. Weil das ging mir doch ein bisschen schnell. Muss ich sagen, mit der Welle. Ich würde das gerne ein bisschen, ja, nicht zurückhalten, aber ich würde das gerne... Ich probiere das nochmal. Wir machen nochmal einen Neuanfang mit Kurt. So, das ist ja blöd. Das ist ja... Warte. Ah, guck mal, hier ist sogar die Streamwelt doch drin. Wir machen ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad ändern. Kann ich das jetzt machen? Das ist normal. Hardcore, keine Wellen. Natürlich Objektes respawnen. Keine Wellen ist natürlich leicht, aber ist ja Quatsch. Gegenstände beim Verlassen fallen lassen ist auch blöd. Keine Generatorpannen. Ästhetische Gegenstände respawnen. Natürlich Objekte respawnen. Hardcore, keine Teamkills. Kein Ende. Nutzer definiert Details. Mal pro Tag. 120 Minuten pro Tag. Was heißt das denn jetzt? Das wird das wahrscheinlich sein, ne? Schätze ich mal, ne? Gebäude-HP. Ach, hier kann man alles einstellen. Vielleicht sollten wir uns das mal so einstellen wie... Das ist Standard, ne? Denke ich mal. Da kann man nicht gucken. Okay. Legende. Wer will denn Legende überleben? Ich würde gerne mal wissen, was bei Normal, bei den Details dann hier... Das ist normal. Was ist denn bei Überleben und dann Benutzer definiert? Ach so, dasselbe, okay. Dann machen wir jetzt erst friedlich. Normal. Benutzer definiert. Das ist wahrscheinlich die Welle pro Tag, ne? Alle 120 Minuten, 180. Alle 300 Minuten. Ist, glaube ich, ganz gut, oder? Strom. Was haben wir sonst noch hier? Den anderen Kram würde ich, glaube ich, erstmal lassen. Lebenspunkte, Tierwellen. Lebenspunkte von Zombies in Wellen. Menge leichter Zombies, schwerer Zombies. Menge Riesenzombies. Leichter Zombie respawn. Schwere Zombie respawn. Also in der Welle wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, Zombie respawn. Generell wahrscheinlich, ne? Dann wird's leichter oder schwerer? Es wird leichter, okay. Ich lasse das mal. Generell, das haben wir das. Ich würde das mal so ausprobieren, in der Hoffnung, dass dann die Wellen vielleicht nicht so schnell kommen. Dann machen wir mal ein neues Spiel. Ist zwar jetzt blöd, aber ganz ehrlich, das mit den Wellen, das war jetzt schon ein bisschen extrem. Wir haben noch nicht richtig Waffen. Wir mussten ja auch jetzt erstmal gucken, wie wir alles bauen und so, ne? Vielleicht sollten wir wirklich... für die erste Welle uns erstmal so ein fertiges Haus suchen und dort dann uns erstmal niederlassen. Dass wir mit den Zombies vorlieb nehmen, die in der Welt schon rumklausen, rumexistieren. Aber das mit dem Bauen würde ich dann, glaube ich, nach hinten verschieben. So, ich hoffe, 1804% steht jetzt oben. So, wir haben unsere Sachen noch, ne? Also ist es derselbe Spielstand, nur dass... Ah, wir sind an unserer Hütte. Stimmt, es ist derselbe Spielstand. Nur, dass es dauert jetzt. Mit dem Spawn. Das finde ich gut.
Wir müssen das jetzt mal ausprobieren. 300 Minuten ist schon eine lange Zeit, aber ganz ehrlich, dann kann ich mich wenigstens drauf vorbereiten. Ist so. Weil wir mussten ja jetzt auch erstmal gucken, wie was funktioniert und alles. So, haben wir denn die Nägel gebaut? Wir haben die Nägel gebaut. Was ist das hier? Eine Orange? Okay. Was passiert, wenn ich die esse? 5 Leben. Ja, wir kriegen Leben. Okay. Wie kann ich jetzt... Wir waren am Upgraden, ne? Zement und Ziegel. Materialverarbeitungstisch. Materialverarbeitungstisch. Der wo ist? Ist das der hier? Seil, Plastik, Stoff. Fallenmaschine, das ist noch okay. Ist auch noch geschlossen. Ziegel kann man bestimmt auch sammeln, ne? Pass auf, dann würde ich das so sagen. Das kann von mir aus hier stehen bleiben. Wir können das mal abreißen. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns eine neue Stelle zum Leben. Das würde ich jetzt machen. Weil wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Damit kann man in der, ich denke mal, in der normalen Umgebung und Landschaft. Ich weiß auch nicht, ob die nachts jetzt hier intensiver sind, die Zombies. Das weiß ich natürlich nicht. Und wie schnell jetzt hier die Wellen kommen und so. Ich würde das alles abreißen wollen, weil dann kriegen wir ja Stuff wieder. Das nehme ich alles mit. Und dann suchen wir uns ein schönes Örtchen, wo wir uns niederlassen. Und das machen wir mal. Jetzt so mit unserem Inventar und alles. Wir werden uns ein paar Pfeile bauen gleich. Dann machen wir das jetzt ganz gemütlich. Aber ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so ist. Das ist ja... Fehlt nur noch die Benny Hill Musik so ein bisschen im Hintergrund. Das war schon ganz witzig, muss ich sagen. Naja, gut. Ja, das, puh. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auch schon gespielt habt. Wenn ja, könnt ihr mir ein paar Überlebenstipps geben. Ich werde sie in meinem Notizbuch aufnehmen und versuchen, sie vielleicht umzusetzen, so ich es hinbekomme, natürlich. Was? Oh, Fuchs. Oh, Fuchs, Alter. Oh, Fuchs. Ernsthaft jetzt? Oh, meine Güte, was ist denn mit dir los? So, nehmen. Da ist die Treppe drin gewesen. So, dann haben wir alles abgerissen. Das finde ich sehr schön. Das Rohr ist, glaube ich, auch sehr effektiv, wenn man es richtig macht. Deswegen würde ich jetzt erstmal gucken. Der Bogen hat schon gelitten. Kann man den reparieren? Bestimmt irgendwo am Tisch, ne? Ich würde mal Pfeile herstellen. Wir haben nämlich nichts mehr. Ich stelle mal 10. Ne, warte mal. Nicht maximal wenn 16. Ich mach mal 5, 10, 15, 20. Ich mach mal 20. Wollte ich nicht 20 herstellen? Wieso nur 4? Ach, wir haben ja noch. Hä, wo haben wir denn noch Pfeile? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Okay. Muss das mal ein bisschen umlegen, damit ich hier mal ein bisschen so einen Überblick habe. Pass auf, wir machen mal so. 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 Und so. Der Bogen ist nicht hier drin, ne? Komischerweise. Warum auch immer. Der Speer kann auch hier oben hin. Dann lege ich das Messer dahin. Die Pickaxe kommt dahin. Dann ist das ein bisschen sortierter. Hier unten Holz und so. Schon riesiges Inventar, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Gummi packe ich dahin. So, dann ist das ein bisschen oben. Dann weiß ich, dass es da ist. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Wanderschaft. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen gemütlicher das Ganze haben. Ja, Speer und so. Haben wir ja auch noch einen Speer. So. Ja, gucken wir mal. Mach mal das Lämpchen an, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. So, dass wir uns vielleicht eine Hütte suchen. Wir haben ja jetzt ein paar Waffen. Irgendwie so eine schöne Hütte, die so ein bisschen ja, auch vereinzelt liegt. Weißt du? Wir sind ja jetzt wieder an unserem Dings. Wir sind ja nicht hier neu gespawnt, sondern wir haben ja jetzt nochmal den Speicherstand geladen. Und es sieht aus, als würde die Welle ganz gemütlich sich füllen. Hoffe ich mal. Und ich bin gespannt, wann die kommen. Dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, uns vorzubereiten, weil das war schon heftig. Alter Schwede. Das war schon sehr krass, muss man sagen, ne? Sieht ein bisschen aus wie bei Slenderman hier. Ich habe das Gefühl, der Slenderman ist gleich irgendwo. Natürlich ganz schön gefährlich jetzt hier. Das ist eine schöne Hütte. Zumindest fürs erste Überleben.
Oh. Shit. Da ist einer. Da drin sind auch welche. Mit denen mal versuchen. Kommt der rüber? Der kommt rüber, ne? Ja. Oha. Der hat aber auch ganz schön gefressen, muss ich sagen. So, wir nehmen alles. Haben wir die alles nehmen. Da ist ein... Oh. Aua, Alter. Oh Gott. Ganz schön gefährlich, was ich hier mache. Der springt. Alter. Gut, die sind jetzt nicht die hellsten, wenn ich das mal so sagen darf, anscheinend. Aber egal. So. Durchs Essen kriegen... Oh, ein Dicker. Was willst du? Oder? Nee, doch nicht. Der wollte irgendwas machen. Ich habe ihn aufgehalten. Level up. Sehr schön. So, aufnehmen. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt mal ein bisschen Ruhe. War's das jetzt erstmal hier? Ich will die Hütte begutachten. Weil die könnte man eigentlich gut nehmen. Daneben ist noch eine Scheune. Erstmal kontrollieren, ob die leer ist. Natürlich nicht. Es war so klar. Ah, da sind 3 Stück drin. Okay. Okay. Hä? Was ist mit denen? Stirbt er nicht, oder was? Alter! Ernsthaft? Was ist denn mit dem? Komm her! Wie viele Pfeile der hat? Alles nehmen. Gib mal alle Pfeile her. Danke. 21 Pfeile jetzt. Stirbt er nicht, oder was? Was ist mit dem? Uff. Kann man die aus der Entfernung gar nicht... Oh, wie viele da drin sind. Alter. Wo sind die Pfeile hingeflogen? Oh nein, alles nehmen. Die Pfeile fliegen immer so komisch weg. Das ist ja blöd. So, 17. Ah, dürfte erstmal reichen. Da ist auch noch ein Pfeil. Nehmen. Hier auch. Alles nehmen. Lagen hier noch mehr Pfeile rum? Nehmen mit F. Ich finde es aber gut, dass man die Pfeile wenigstens wieder aufheben kann. So, es geht darum, dass wir die Hütte jetzt erstmal hier einnehmen. Kann ich den locken? Er kommt, ne? Ich will das mit dem Rohr mal ausprobieren. Vielleicht geht das besser. Aua. Ja, das geht ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Der hat leider den Pfeil irgendwo gedroppt. Drop it like it's hot. So, Stein nehme ich auch. So, das ist ein junger Mann, der, glaube ich, stärker ist. Juckt den gar nicht. Doch. Oh. Schön kannst du das. Das machst du ganz toll. Ja. Uah, tschüss. Drop it like it's hot. Ah, bäm, Junge. Einmal komplett weg. So, damit hätten wir die Scheune gereinigt. Ich level mal eben kurz, warte. Was leveln wir denn? Schaden. Ja, auf jeden Fall. Schaden nehme ich. So. Das heißt, wir haben die Scheune geklärt. Hier ist was drin. Was ist das denn? Eine Kiste, eine ominöse. Oh, was? Uff. Jo, nehme ich. Holy shit. Blicksschlagspule. Viraler Angriff. Feuerwiderstand. Ach du Heiliger. Geil. Zerstören.
finden. Was haben wir da im Spind? Oh, Sturmgewehr. Oh, Munition. Alter. Inventar schon voll. Da ist ein Pfeil. Ich nehme mal alles mit. Da ist auch ein Pfeil. Den nehmen wir auch mit. So, dann haben wir die Scheune schon mal ready. Jetzt geht es darum, dass wir das Haus hier so ein bisschen einnehmen. Ich würde gerne mal... Wie viel sind denn da drin? Da sehe ich einen. Da ist noch einer. Da sind bestimmt mehr drin wie zwei. Oh Gott. Oh Gott, wie viele. Aber raus kommt er nicht, ne? Ja, du bist ja ein Fein. Du bist ja ein ganz... Können die Türen aufmachen? Oh nein, der soll nicht kaputt machen, die Tür. Mach ruhig offen, die Tür. Komm, raus. Alter, was soll denn das? Kommt der? Was mit dem? Er soll herkommen. Der haut auf den Boden. Aua. Oh Gott, nein. Schlag ihn. Oh, was ist mit dem? Soll mal eben was essen. Warte mal. Vogelei. Haben wir was zu essen? Hier, Riegel. Gib Leben und Energie. Das gibt Energie auch. Ah, jetzt sind wir wieder voll. Okay, alles klar. Hallo? Kommst du mal? Kommt der? Was mit dem? Wo will er hin? Hä? Hä, wo will er hin? Alter! Wo ist er? Ja, ist doch gut. Beruhig dich doch mal. Mann. So, nehmen. Also langsam räuchen wir quasi die Hütte aus, ne? Oh nein, unser Dings ist kaputt. Wie reparieren wir denn den Bogen? Kann ich den irgendwie... Ich baue mir einfach... Ach, einen Bogen können wir erst bauen, wenn wir Dings haben, ne? Wieder die Bank. Oh. Okay, dann muss das Rohr reichen. Fürs Erste. Wir haben ja noch einen Speer, um zu locken. Na, kommst du? Hallo? Also die Schlausten sind sie nicht. Gut, ist Zombie halt. So, nehmen. Da haben wir wieder unseren Speer. So, es wird Zeit, dass hell wird, ne? Was? Oh, er hat uns bemerkt. Komm. Ich frage mich, ob die, wie gesagt, solche Häuser auch zerstören können. Das wäre mal interessant zu wissen. Hatten wir eigentlich die Forschungsmaterialien alle bekommen? Nee, ne? Nur 51 haben wir, oder wie viel sind das? Ich glaube, ja. So, hallo? Hallo? Finden? Oh, warte mal. Was finden wir hier drin? Oh, alles nehmen. Okay, man kann also in Häusern auch was finden. Eine schöne Steckdose. Ist jetzt nicht so die beste Einrichtung, aber wir haben ein Bett. Und wir haben... Nein, nicht zerstören. Ah, hör auf. Können wir immer noch machen. Erstmal kontrollieren, ob hier keiner ist. Okay, finden. So. Damit haben wir... Oh ja, Munition. So, was liegt hier? Liegt ein Stock. Das können wir zerstören. Da können wir auch noch was finden. Sehr schön. Was ist das denn hier? Robin Hood. Wird verwendet, um Forschung herzustellen. Forschen, Rekrut, erhalten Bücherregal. Erhalten Bücherregal, Bücherregal. Alles nehmen können wir nicht, weil Inventar voll. Ich finde mal hier eben was. Oh, eine Zelle. Können wir auch nicht nehmen. Oh nein, was, wer, wo, warum, weshalb, wieso? Okay. Gut, wenn es so ist, dann ist es so. So, was ich erzählt habe in Folge 1 ist Quatsch. Ich glaube, wir haben kein Gewicht, so wie das aussieht. Man kann, glaube ich, unendlich viel aufnehmen. Das kann ich nicht zerstören, ne? Nee, okay. Alles klar. Das finde ich, glaube ich, ganz cool für unsere erste Hütte. Zumal fürs Erste.